Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check heute am Mittwoch. Ja, es ist bald Weihnachten und die Börse präsentiert sich eigentlich in relativ guter Stimmung wieder. Omikron ist vergessen. Mankin, der US-Senator mit seinem Veto gegen Bidens Konjunkturprogramm, ist vergessen. Der DAX hat, wir sehen es hier, bei 15.447 geschlossen gestern. Hat gestern Abend nachbörslich schon mal wieder über die 15.5 gelugt und dürfte so im Bereich 15.490, 15.480 gleich eröffnen. Ja, es ist eigentlich nichts weiter passiert, außer dass sich viele wieder mal gedacht haben, ach, da unten bei 15.100, da kann man wieder reingehen. Und zack, schwuppdiwupp, sind wir wieder in, ja, ich sag mal, in der Mitte dieser Trading Range, die wir jetzt noch viel länger sehen, seit vielen Monaten zwischen 15.600 sind wir wieder genau in der Mitte. Hier auch immer wieder Auflagepunkte bei 15.5. Orientierungslos, richtungslos der DAX unterwegs, ist auch zum Teil auch, ja, verständlich aufgrund der ganzen Belastungsfaktoren, die wir gesehen haben. Hier nochmal seit Anfang April. Seit 15.000 immer wieder hier in diesem Bereich, mit einer kleinen Ausnahme hier mal zweimal bei 14.8, wo wir waren, und einmal eben das Hoch bei 16.290. Aber ansonsten hätte sich ein, ja, Inline-Optionsschein zwischen 14.8 und 16.3 durchaus gelohnt. Wir sehen es hier, 15.470, also ein kleines Plus von 0,2%. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass in den verbleibenden Handelstagen hier wahnsinnig große Bewegungen kommen. Es sei denn, wir erleben noch mal einen weltweiten Lockdown. In Deutschland wird der auch schon wieder diskutiert, dass man komplett zumacht. Also ich bin da wirklich gespannt, was da auf uns zukommt. Das könnte natürlich noch mal auf die Kurse schlagen, aber an der Börse wird ja bekanntlich die Zukunft gehandelt und die Zuversicht, dass es auch ein Leben eben nach Omikron gibt, dass die Notenbanken bereitstehen, dass die Regierungen bereitstehen, wenn es doch noch mal schlimmer kommen sollte. Also das dürfte immer wieder dafür sorgen, dass es wahrscheinlich nicht nach unten wegbricht, das Ganze. Ja, ich wünsche Ihnen trotzdem erfolgreichen Handelstag. Würde mich freuen, wenn wir uns morgen noch mal sehen. Machen Sie es gut.